First, guten Tag, hello, good morning. Welcome here to World Series of Poker Europe at Spillbank. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Tag 3 der WSOP Europe in der Spielbank Berlin. Wie immer möchte ich euch zum Anfang einen kurzen Überblick darüber geben, was hier heute am Programm steht. Das ist zum einen Flight 3 und 4 vom Oktoberfest und zum anderen der erste Finaltisch dieser WSOP Europe im Six Max 2K. Und dort haben folgende Spieler Platz genommen. Gleich auf Seat Nummer 1 sitzt einer der wohl bekanntesten Spieler hier im Feld, der britische Pro Stephen Chidwick. It's gone pretty well. I finished day one with a lot of chips and day two was a bit swingy, but managed to build my stack nicely and got average stack going into the final table, so I'm happy. Who do you think is your strongest opponent on the final table? It's tough to say. There's a lot of good players. I'm not sure. Just treat everyone the same and play my best. Auf Seat Nummer 2 sitzt mit Marvin Rettenmeier der bekannteste deutsche Spieler am Finaltisch. Er hat in diesem Jahr bisher nur in den USA gecashed. Jetzt wird es wieder mal Zeit für ein Fähnchen aus der Heimat. Er ist der Smallstack im Finale. Ricardo Alvarado ist an diesem Tisch für die Internationalität zuständig. Im GPI-Ranking seines Bundesstaates Kalifornien liegt er auf Platz 470, im aktuellen Chipcount auf Platz 2. Auf Platz Nummer 4 sitzt mit Frederik Schwarzer ein weiterer Spieler aus Deutschland. Er wird mit diesem Finaltisch den höchsten Cash seiner Pokerkarriere einfahren. Paul Michaelis ist spätestens seit seinem Bracelet-Gewinn diesen Sommer in der deutschen Poker-Community ein Begriff. Er geht als Chip-Leader mit mehr als einem Drittel aller Chips ins Rennen. Den zweitkleinsten Stack stapelt der Grieche Makarios Avramidis auf Platz 6 vor sich. Er konnte bisher rund $200.000 Händenmob-relevant cashen. Ja, für all diese Spieler wird es heute ein ordentliches Preisgeld geben und natürlich das Bracelet, das ihr hier sehen könnt. Mittlerweile wissen wir allerdings, dass darauf Marvin Rettenmeier keine Chance mehr hat, denn er ist der erste Seat Open an diesem Finaltisch. Jetzt aber zum Oktoberfest, das heute mit Flight 3 die dritte Qualifikationsmöglichkeit für alle Bracelet-Hunter bietet. Der Trend der vollen und volleren Tische setzt sich fort. Mittlerweile haben sich 550 Spieler in diesen Flight eingekauft. Heute Abend um 19 Uhr startet mit Flight 4 die letzte Qualifikationsmöglichkeit. Es gab ja im Vorfeld einige Stimmen, die sich über die Struktur des Events beschwert haben. Deshalb haben wir mal bei einigen Spielern nachgefragt, was denn sie so von der Struktur halten. Ehrlich gesagt gefällt es mir ganz gut, weil es ermöglicht vielen Leuten mitzuspielen. Es geht relativ schnell. Und man ist einfach schon auch ein bisschen weiter im Geld. So, das gefällt mir auch. Das heißt, man spielt Tag 1 und ist schon ein bisschen weiter im Geld. Weiß man halt schon was sicher, kann schon ein bisschen nach vorne schauen. Und ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Und ab Tag 2 wird es ja dann noch relativ entspannt. Die finde ich ein bisschen sportlich, um es mal so zu sagen. Also erstens mal von den Chips her und von der Blindstufe wird es knapp. Und soweit ich mich erinnere, fangen es dann nach der Pause auch noch an, von 10 auf 9 Spielern runterzugehen, was das Ganze dann nochmal beschleunigt. Also um es mal ganz platt zu sagen, Zeit zum Nasenbohren hat man nicht. Ja, ist schon ein amerikanischer wie der WSOP in Vegas. Wenn du gleich mal aufkommst, ist es ein super Turnier. Und sonst gehst du halt gleich weg. Und so ist er richtig. Ja, sogar einige Tiroler haben sich hier an die Tische des Oktoberfests verirrt. Es scheint übrigens wirklich so zu sein, als würde das Oktoberfest das größte Pokerturnier aller Zeiten werden, das in Deutschland gespielt wurde. Allein gestern gingen 848 Starter an den Tag. Als Chipleader beendete Sean Deep das Rennen. Auf Platz 2 liegt der Schweizer Felix Bleicker. Und insgesamt haben 58 Spieler Tag 1 und 2, also Flight 1 und 2, überstanden. Draußen wird es dunkel, hier drinnen immer voller und die Spannung steigt, denn noch heute wird das allererste Bracelet vergeben und zwar im 2K Sixmax. Dort startete der Finaltisch heute eher zäh. Zu Beginn war es Paul Michaelis, der den Tisch dominierte, doch nachdem er Stephen Chidwick aufgedoppelt hat, hat er den Spielfaden verloren. Und nun war es an Chidwick Dominanz am Tisch zu repräsentieren. Als eindeutig bester Spieler zeigte er aggressives, durchdachtes Spiel, doch gegen die Varianz kommt auch ein Pro nicht an. Er konnte kein einziges Shortstack All-In gewinnen und damit schrumpfte sein Stack beständig. Als dann nur noch 4 Spieler mit dabei waren, Marvin Rettenmeier ging auf Platz 6 und Ricardo Alvarado auf Platz 5, waren Chidwick und der Grieche Makarios Avramidis ziemlich even. Das Spiel des Griechen darf man übrigens getrost als unorthodox bezeichnen. Doch wie es im Poker so oft ist, wendete sich das Blatt erneut und Paul Michaelis fand wieder ins Spiel zurück. Er holte sich jene Chips, die er am Anfang des Tages an Chidwick abgegeben hat, indem er ihn mit Ass-König gegen Ass-Dame von Chidwick aus dem Turnier nimmt.
Damit sind nur noch 3 Spieler mit dabei. Massiver Chipleader ist, wie schon zu Beginn des Tages, Paul Michaelis. Ja, während die Spieler im Finale noch um die Siegesprämie von 100.000 Euro kämpfen und natürlich das Bracelet, geht es in Flight 3 des Oktoberfests wirklich rasant zur Sache. 552 Spieler haben sich eingekauft, 83 davon sind zur Stunde noch mit dabei und sehr viele Chips vor sich stehen hat Manik Löser. Runner sehr gut, gewinnt jedes All-In, kann ich mich nicht beklagen. Große Hand irgendwie oder viele kleine? Also die haben es ziemlich reingesprüht. Also ich habe Ass einmal gehabt, aber er hat so 50 BB einfach gegen meine 3-Bet reingeschoben und dann einmal Ass-König, wo einer 3-Bet callt mit Bube-Dame, also so Sachen halt, aber läuft sehr gut. Und auch Adrian Appmann und Jens Derani sind noch gut mit dabei. Jetzt so von der letzten Pause bis jetzt in die jetzige, das waren schöne 3-4 Levels, das passt schon, ne? Für wie viel sitzt du denn? Etwa 60, 65, so Pi mal Daumen, ja, 60, 65. Zufrieden mit deinem Tisch? Ja, schön, passt. Ne? Wir hatten vorhin ein Table Balance war und seitdem bin ich da. Alles super, alles schön. Es geht auf und ab. Ja, es hat relativ gut angefangen und so. Dann ging es ein bisschen abwärts. Dann habe ich relativ glücklich mit Flush-Draw gegen Top-Paar verdoppeln können. Und dann, ja, jetzt ist es so ein bisschen, ich gewinne irgendwie immer ohne Showdown-Spot. Und dann ist irgendwie jemand All-In gegen mich und dann muss ich wieder weggeben. Und ja, aber sieht noch ganz gut aus und bin ganz zufrieden. Macht Spaß? Ja, macht super Spaß. Ja, Tisch ist auch nett schon den ganzen Tag und ist super, ja. Und jetzt gibt es die Oktoberfest-Frage des Tages. Was sollte man am Oktoberfest unbedingt tun? Am Bier trinken auf jeden Fall. Ein Maß trinken. Ja, ein Maß trinken. Drink Beer. Maß trinken. Ins Augustiner gehen. Maß trinken. Bier trinken. Noch ein Maß. Bier trinken. Und noch ein Maß. Bier trinken. Drei Maß. Bier trinken. Bier trinken. Und natürlich ein Weißbier trinken. Ich würde die Reihenfolge anders machen. In München auf alle Fälle den Kotzhügel besuchen. How about that? Okay. Also das können wir machen. Eine Brezel essen. Eat Schnitzel. Brezel essen. Dann unbedingt eine Weißwurst essen. Am Brezen essen. Und bei der Fischstaffonie Fisch essen. Schlafen. Auf dem Oktoberfest. Dance. Habe ich schon gemacht draußen. Habe ich gestern viel gesehen. Riesenrad fahren. Selbst empfehlen. Pokern. Poker. Geld gewinnen. Ist immer sehr lustig. Poker spielen. Glücklich sein. Und glücklich sein. Und Poker spielen. Und eine schöne Frau küssen. Kann man da pokern auch? In Flight 4 des Oktoberfests gehen die Tische förmlich über. Dazu später gleich mehr. Zuerst ist es uns aber eine Freude, euch den allerersten Bracelet-Gewinner dieser WSOP Europe vorzustellen, Makarios Aframidis. Er konnte sich heute am Finaltisch des 2K6-Max gegen seine 5 Kontrahenten durchsetzen und das war wirklich kein leichtes Spiel für den Deutschgriechen. Über 7 Stunden wurde geschwitzt und gekämpft, doch mit dem Ausscheiden von Stephen Chidwick auf Platz 4 und Paul Michaelis auf Platz 3 war der Weg für ihn geebnet, nicht nur das Bracelet, sondern auch den höchsten Cash seiner bisherigen Pokerkarriere einzufahren. Im Heads-Up gegen den Deutschen Frederik Schwarzer bewies er Nerven aus Stahl und konnte seinen 2-1-Chip-Lead solide nach Hause spielen. Das Bracelet wurde ihm zwar heute gezeigt, verliehen wird es ihm aber erst morgen in einer offiziellen Bracelet-Zeremonie. Wir gratulieren recht herzlich. Gratulieren kann man auch zur Anzahl der Spieler, die hier heute in Flight 4 des Oktoberfests an den Start gegangen sind. Über 700 sind es bis jetzt, darunter auch jene Herrschaften. Dominik Nietzsche, Silvian Lusli, Faras Chaka, Alan Kessler, Kevin McPhee, Robert Tarzan Zipf, Barney Boatman, Federico Butteroni, Rainer Gottlieb, Doug Pavlovic, Max Pescatori, Guido Gani, Dietrich Fast, Jonathan Duhamel, Besim Hott, Katlin Jani und Andrew Lichtenberger. Ja, und nun steht endgültig fest, dass das Oktoberfest mit mittlerweile mehr als 2000 Spielern insgesamt das größte Pokerturnier ist, das jemals in Deutschland stattgefunden hat. Aber nicht nur das ist etwas Besonderes, sondern auch die Auszahlungsstruktur, die hier in diesem Event eine absolute Novität darstellt. Jeder der 4 Flights wird als eigenes Turnier gespielt mit einem eigenen Preispool. Nach 15 Levels ist jeweils Schluss. Dann kommt das verbliebene Preisgeld in den Main-Preispool. Das heißt, dass es in jedem Flight bisher eine Bubble gegeben hat, der Min-Cash je nach Teilnehmerzahl variiert hat und alle Spieler an Tag 2 bereits im Geld sind. Der Turnierdirektor der WSOP, Jack Effel, erklärt noch einmal das System und natürlich auch, worin die Vorteile liegen. So we redesigned the concept for multi-flights by saying, what if we could pay out each flight as if it's its own tournament, take the remaining field and the remaining payouts for each day,
combine that for day two, redistribute the money as you would if the total number of players had played from day one, then you could have a natural payout where you could make money every day and you could have a chance to make money even if you don't finish in a very high place. You could be successful because you're tying up your time and you're spending a lot of hours and you're investing a lot of money. So to have a long shot to get any money back is not really the fairest for the players. And you know, giving poker players as many opportunities to make money is better for the players, which also gives them more opportunities to play more events, to have a shot to win more money. Mit diesen Worten des Turnierdirektors verabschieden wir uns für heute bei euch, melden uns morgen um 15 Uhr wieder. In der Zwischenzeit nicht vergessen, auf pokerfirma.com läuft noch der Live-Ticker zum Oktoberfest in Deutsch und Englisch. Wir freuen uns schon auf morgen. Macht es gut. Adieu. Ja, schön. Passt.